Einen wunderschönen guten Tag hier zurück bei mir beim Frankenschnüffler. Servus! So, heute gibt es ein weiteres Kochvideo von mir für euch und habe alles aufgeschrieben und das wie gesagt nur für euch. Ja, hier das Rezept, ja, die Zutaten. Und bevor wir loslegen, ja, ich sag halt immer, ja, kein Kaffee, kein gar nichts. Ne? Also ohne Kaffee geht halt nichts bei mir. Ich denke mal, das ist bei euch auch so oder bei vielen von euch, die wo Kaffee trinken. Als Antrieb ist es halt immer gut. So, Milch, Zucker, passt. Also wie gesagt, ich mache heute was Leckeres zum Essen. Und zwar gibt es heute ein Schweinskrustbraten. Dazu mache ich dann noch Kartoffelknödel. Bei uns in Franken nennt man das Beverly, ne? Beverlys, das sind so kleine Würfel aus Brot. Also man schneidet halt Scheiben, Weißbrot, am besten Weißbrot, weil dunkel, also das passt überhaupt nicht. Also Weißbrot, Toast oder Semmeln oder was auch immer, irgendwas Weißes halt. Und ja, in der Pfanne, normalerweise tut man das dann in der Pfanne mit Butter anschwenken, dann ein bisschen würzen, Salz, Pfeffer, obwohl Pfeffer weniger, Salz und Zitronen. Reibe, ne? Also Schale, so mit der Reibe, ne? Aber das spare ich mir heute, weil das brauche ich nicht unbedingt machen. Aber es kommt vielleicht irgendwann mal dran. Mal gucken. Und genau, das wollte ich jetzt euch schon mal sagen. Ja, und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann, weil ich habe gesehen, dass es gibt zwar viele Aufrufe unter die Videos, bei den Kochvideos hauptsächlich. Ich weiß nicht, ob das viele nicht wissen, dass man, wenn man jemanden unterstützen will, dann kann man die abonnieren, den Kanal, und das Video natürlich liken. Gut, Likes sind immer da. Aber wenn ich Vergleich mit Aufrufen, ist es halt schon ein bisschen am Magen leider. Und natürlich auch den Kanal teilen oder auch das Video teilen, je nachdem, was euch gefällt. Ja, und auch gerne weiter teilen wollt mit Freunden. Ja, genau. Und das wäre halt auch schon mal alles, was ich euch sagen möchte. Und genau, dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Küche und ich zeige euch alles, was ich brauche. Und den Fisch hier, Süßström, so nebenbei, habe ich ja schon mal gezeigt. Den werde ich irgendwann aufmachen und mache nochmal wieder draus ein ausführlicheres Video. Aber ich brauche einen perfekten Zeitpunkt dafür, ne? Also dann, würde ich mal sagen... Oh fuck, jetzt habe ich keinen Löffel. Fängt schon gut an. Also dann sind wir in der Küche. Bis gleich, euer Frankie. Bleibt dabei. Jetzt habe ich ganz was vergessen. Nochmal zum Thema abonnieren und unterstützen und liken. Ist genau andersrum. Also nicht rechts, sondern links. Also links ist abonnieren, also so eine Glocke. Da muss man zweimal drauf drücken, glaube ich. Oder einmal, ich weiß es gerade. Dann steht dann abonnieren und da natürlich kostenlos, ne? Also da müsst ihr nichts zahlen oder irgendwas. Und liken ist dann, wo sehen jetzt das? Liken ist dann ungefähr Mitte rechts, ja, wo der Daumen nach oben geht. Da drückt ihr drauf, wenn es euch gefallen hat. Und genau, das wollte ich noch sagen, noch dranhängen zum Video. Da würde ich mal sagen, wie gesagt, greif mal an. Also, wir brauchen jetzt ein gescheites Messer, dann einen Schäler, dann habe ich hier einen Kochlöffel,
Dann habe ich hier zwei Scheiben Toast, die ich dann zum Füllen nehme für die Knödelein. Da werde ich alle zwei Beutel machen, denke ich mal. Und dann habe ich hier vier Karotten, zwei halbe Zwiebel. Also das brauche ich alles zum Anschmoren, das kennt ihr. Ja, das Wurzelgemüse, der Lauch hier auch, ne, der gehört dazu. Dann halber Sellerie, den ganzen Lauch nehme ich. Dann habe ich hier Soßenbinder. Mal gucken, wie viel ich brauche. Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, Kümmel, Paprika. Die Würzmischung, die tue ich dann in die Schüssel rein und mische das schön. Und dann würzt man das Fleisch, was hier ist. Ja, das ist jetzt der Krustenbraten vom Schwein. Dann habe ich hier eine der Brühe, also Kraftbrühe. Mal gucken, ob ich danach nur Wasser nehme, wie beim letzten Video, oder nochmal ein bisschen Brühe dazu nehme. Aber erstmal soll es lang, denke ich. Weil so viel Soße brauchen wir jetzt nicht beim Krustenbraten, weil ja, wie gesagt, oben dann also die Kruste hier, weil die Kruste wird dann schön knusprig, da darf man keine Flüssigkeit drauf. Gegen Ende, das muss dann schön knusprig sein, wie gesagt. Und genau, dann habe ich hier mal neue Bräter. Bin mal gespannt, das erste Mal. Ja, da habe ich jetzt das Sieb. Dann brauche ich später noch einen Topf. Ja, das für die Soße passieren. Durch das Sieb. Dann habe ich hier das Wasser, das Knödelwasser. Habe ich schon mal Salz rein. Dann die zwei Beutel Knödel machen, was hier legen. Und ja, genau, das ist dann schon alles. Dann habe ich hier, wie gesagt, den Ofen. Den benutzt man später. Und ich glaube, bei 220 Grad soll es lang. Der Krustenbraten. Und ja, zwischen der Dreiviertelstunde und Stunde soll es auf jeden Fall dauern, denke ich. Bis das dann weich ist, das Fleisch. Wie gesagt, ihr kennt ja die Tricks, ne? Mit den Fingern. Und oder man spießt halt mit dem Spieß dann rein. Ja, mit dem Fleischspieß. Wo ist denn der? Da habe ich irgendwo gehabt da. Ja, hier mit dem Fleischspieß seitlich so rein. Und dann, wenn es leicht rausgeht, dann ist er fertig. Und genau, dann würde ich mal sagen, greif mal an und bleib dabei. So, ich hoffe, dass man mich sehen kann. So, fangen wir an. Also ich mache jetzt mal kurz das Brot schneiden, damit er schon mal vom Brett runterkommt. Dann werde ich das Zeug schälen, das ganze Gemüse. Ja, das ist, da wurde dabei sein, das ist ja easy. So, den Lauch, wie gesagt, ja hier. Dann den Sellerie, die Karotten und die Zwiebel werde ich jetzt mal schälen. Dann schneiden wir, wie beim letzten Video, grobe Würfel und werden das dann in eine extra Schüssel geben. Und dann gehen wir zum Fleisch über. Das würzen wir dann, ja, mit den Würzen hier und tun einen Teil von den Gewürzen durch in die Schüssel mischen und dann tun wir das dann halt schön einreiben, damit es schön ins Fleisch reingeht. Auch oben die Schwarte, wo die Rillen, also wo die Rauten sind, ist ja schon eingeschnitten, die Haut, wenn man das sehen kann hier. Und ja, schön mit dem Finger, das ist halt mehr wie der Fingerarbeit, ne? Schön in die Ritzen rein, die Gewürze, damit es schön nach innen einwirken kann. Dann, genau, dann tun wir das dann anrösten. Zuerst das Fleisch, damit schon mal der Fleischaroma in dem Topf hier drin ist, in dem Bräter. Und dann werden wir das mit Gemüse auffüllen. Tomatenmark dazu zum Anrösten. Das Fleisch natürlich wieder raus, ne, wenn das Gemüse reinkommt. Den Verlauf kennt ihr ja schon. Und nebenbei, ja, werde ich die Knödel drehen, also mit der Hand natürlich, ne, anders geht's ja nicht. Füllen mit den Brotwürfeln. Die werde ich auch ja, die werde ich natürlich in kleineren Würfel schneiden. Das zeige ich euch dann. Und genau. Dann, wie gesagt, ich mache die Knödel, die tue ich dann noch kochen nebenbei, wenn der Braten im Ofen ist. Und genau, und dann können wir anrichten und genau, natürlich aufgießen dann, wenn alles drin ist, Gemüse und Fleisch, aufgießen. Ja, damit das Fleisch ungefähr halb bedeckt ist, bis zum Rand. Und genau, dann werden wir das schön schmoren lassen. Ab und zu mal nachgießen, kennt ihr selber. Damit der Flüssigkeit drin bleibt oder ja drin ist und dann rausnehmen das Fleisch, Gemüse passieren durch Sieb, dann nochmal nachwürzen eventuell, dann mit Soßenbinder abdecken, genau. Dann haben wir eigentlich soweit alles fertig, dann anrichten, probieren
Und dann, ja, freue ich mich drauf. Und bleibt natürlich dabei so lang und fangen wir an. Bis gleich. So, wir schneiden jetzt das Wolfsbrot, also den Toast, damit wir den dann schon mal weg haben, wie gesagt, von dem Brett, weil das Brett brauchen wir dann. Für das Fleisch, also für die Würzen, weil ich das immer gerne extra mache. Ja, die werden wir einfach jetzt in ja, dünne Scheiben schneiden und dann natürlich daraus Würfel schneiden. So wie, ja, das soll ja nicht gut sein von der Größe her, wie diese hier jetzt. Ja, die Beverly. Die habe ich jetzt vorhin getoastet, natürlich, ne, weil es jetzt so ausschaut. Das mit der Pfanne, wie ich gesagt habe, das sparen wir uns. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Oder ja, das ist halt Kack jetzt eigentlich, wenn man es so überlegt. Und ja, und ich denke mal, viele wissen das sowieso, wie das geht. So, jetzt werden wir jetzt nochmal schön schneiden. Wahrscheinlich sind das jetzt wegen zu viel, aber das ist halt kein Problem. Beim nächsten Mal Knödel machen, kann ich es ja wieder benutzen. Dann muss ich halt einen Deckel drauf machen, damit da nichts passiert. Und dann können wir die halt, ja. Auch wenn sie fest werden, das ist eigentlich wurscht. Ja, die sind ja ursprünglich auch immer fest, wenn die dann für Knödel gebraucht werden. So, das tun wir jetzt alles hier rein. Und dann mache ich mein Brett sauber. Gut, das ist ein Nachteil, aber egal. So sollen die ausschauen. Ja, die Beverlys. Dann schälen wir das und dann komme ich gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir soweit. Ich habe jetzt alles klein geschnitten. Die Größe, wo die, ja, wie ihr gewohnt seid, wie ich immer gezeigt hatte. Und wunderschön bunt natürlich wieder. Ja. Dann habe ich mir die Würze gemacht. Das soll die lang. Ja. Da ist wie gesagt Salz drin, Kümmel. Den Kümmel habe ich grob gelassen, weil ich liebe Kümmel, wenn er grob ist. Ist halt intensiver, ne, als gemahlener. Dann habe ich hier Pfeffer noch, wie gesagt, und Paprikapulver. Haben wir jetzt gemischt, ne? Und dann werden wir jetzt das Fleisch würzen. Wie gesagt, ja, schön einreiben. Ich gehe jetzt mal darüber, damit ihr das ein bisschen sehen könnt. Zack. So. In der Schüssel lassen, damit da nichts rumfliegt an Gewürzen, weil das ist ja, Gewürze kostet auch ein Geld, ne? Und ja, tun wir einfach mal jetzt ein bisschen so rüber streufeln. Man könnte auch Majoran mit reinmachen und Knoblauch, aber Knoblauch habe ich jetzt nicht da, leider. Das vergesse ich jedes Mal bei also Gerichte wo ich halt Schwein benutze, ne? Und ja, Knoblauch kann man machen, muss man nicht. Das geht auch ohne natürlich. Ja, man kann es ruhig reichlich würzen. Und mit dem Majoran, der verbrennt ganz leicht beim Anschmoren. Und das möchte ich jetzt auch nicht ganz. Ja, und deswegen lasse ich ihn weg. So, man könnte nachträglich in die Soße reinmachen, aber nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe genug Würze, das langt und intensiv schmeckt es dann trotzdem. So, in die Ritze natürlich auch, wo die Schwarte ist. Ne? So, schön rein. Rückwärts noch. So. Ich denke, das soll der lange. Nachwürze kann man immer noch. Und ja, Hände waschen und dann zeige ich es. Oder jetzt zeige ich euch das ungefähr, wie das ausschauen soll. Ja. Schön, wunderbar. Ja, hier die Ritzen drin. Unten oben, seitlich, unten oben, links, rechts. Und ja, so nach ungefähr 10, ja, 10 Minuten circa. Wie gesagt, habe ich das Fleisch ziehen lassen mit den Gewürzen. Jetzt habe ich nebenbei den Ofen angemacht auf 220 Grad. Mal gucken, dreiviertel Stunde, Stunde. Und dann nimmt man nachgucken, Flüssigkeit, wie der Flüssigkeit steht, nachfüllen. Ja, wir haben ja schon gesagt, am Anfang. So, dann tun wir jetzt das Fleisch rein, weil jetzt hat ja, mein neuer Bräter heiß ist. Das wird jetzt auf alle Seiten anbraten, das Fleisch. Und ja, dann tun wir das Gemüse rein und der Rest, was ich gesagt hatte am Anfang. So, das können wir ruhig anbrutzeln lassen. Richtig lecker. Das Schöne ist auch bei dem neuen Bräter, da backt halt oder da klebt halt nichts an. Ne? Und man kann es halt richtig schön anbraten. Es raucht auch überhaupt nicht mehr.
Gut, dann würde ich mal sagen, lasse ich das jetzt mal auf beiden Seiten, beziehungsweise auf allen Seiten, ja vier Seiten, anbraten und dann liegt natürlich dann beim, wenn das Gemüse da reinkommt. Bis dahin. So, wir entfernen das Fleischstück aus der, aus dem Topf, beziehungsweise aus der Pfanne und tun auf ein Blech, das wir dann nebenbei ja, mit dem Fleisch wegstellen. Und so soll es dann ausschauen. Ja, es ist schön, dass die Poren sich schließen. Oben die Kruste hat sich auch schon ein bisschen ja, gespreizt, sage ich jetzt einmal. Ja, auf allen Seiten. Und jetzt halt, geben wir unser leckeres Gemüse dazu. Das sieht so aus, als wäre das wieder ein bisschen zu viel Gemüse, aber ich liebe Gemüse. Also gut, dann tun wir das schön anbrutzeln, das Gemüse. Da raucht einfach gar nichts und der Geruch. Ich liebe es. Die macht mich einfach glücklich, das Kochen. Und dann für euch noch ein Video machen, ne? Wie ich, oder was ich koche oder wie ich koche. Und es gefällt mir halt einfach und das mache ich gerne. Zwar nicht so oft, leider. Ja. Und ja, aber wenn ich es mache, dann mache ich es halt richtig und schön. Ne? Muss ich sagen, ja. So, das werde ich jetzt anbrutzeln lassen. Dann die Knödel mal nebenbei kochen. Ihr wisst wahrscheinlich selber, wie man Knödel macht, oder? Oder ja, weil es ist halt auch ein großer Akt. Ja, wenn die einmal hochkommen, also wenn die, wenn das Wasser kocht rein und wenn dann die, ich sag mal, die ersten oder die mehr als die Hälfte hoch oben sind, auf, im Wasser, dann runterdrehen auf, bei mir in dem Fall sind es vielleicht auf Stufe 3 oder 3 oder 4, sowas. Je nachdem muss halt gucken. Und ja, dann müssen die halt dann oben schwimmen und ziehen lassen, mindestens 20 Minuten. Oder vielleicht ja, sogar eine halbe Stunde, je nachdem wie halt die Größe ist, ne, von den Knödeln. Mal gucken, wie groß ich die mache. Und ja, dann sieht man sich beim anderen Teil. Bleibt dabei. So, dann tun wir hier das Fleisch rein. Das passt. Ja, so, Dalle. Und ja, macht aber nicht zu dunkel oder nicht zu lang, weil sonst wird der Tomatenmark bitter. Ne? Wenn es zu lang oder wenn es halt dann, ja, ihr wisst ja, wenn es verbrennt, das Tomatenmark. Aber es will ja keiner. So, alles wieder runterkratzen vom Rand, ja, damit das dann alles in der Soße liegt. So, ausmachen und aufgießen bis zur Hälfte mindestens. Anfangs könnt ihr natürlich über die Schwarte auch was gießen. So, ja, wegen Wasser durch noch mit Mai. Ungefähr 1 Liter nochmal und dann langt es. So, den Deckel drauf. Und vorher kurz nochmal ein wenig rühren, damit da auf dem Boden nichts anklebt. Und Geruch lecker. So, Deckel drauf, ab in den Ofen. Und dann zieht man sich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde noch einmal und dann gucken wir mal, wie weit der Stand ist. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir rüber zu den Knödeln. Ich zeige euch, wie groß ich die mache und wie schwer, weil die wiege ich ab, da habe ich besser das Gefühl. Und ja, genau. Dann kochen wir die Knödel, das schiebt man jetzt nach vorne. Lass uns kochen und genau, weil die Knödel auch gleich fertig. So, also, da kommen wir zum Knödeldeich. Wie gesagt, hier habe ich so eine ältere Waage, knapp 150 Gramm. Also kriegt jeder zwei Knödel von der Größe her. Und wie gesagt, die Pepper liest die ja, 4-5 Stück in einen Knödel rein und das passt dann. So, und das Wasser kocht, die Knödel habe ich hier. Guckt, einigermaßen rund. Wir geben jetzt die Knödel, geben wir jetzt einfach rein, ja, und lassen sie hochkommen und dann drehen wir runter und dann lassen wir sie ziehen und dann schaut es gut aus. Die tue ich jetzt alle rein und dann sieht man sich, wenn die dann oben schwimmen und ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich hoffe, dass die was werden. So. Gut, dann rühre ich alle rein und dann sieht man sich später. So, die Knödel sind wie gesagt jetzt halt auf
niedrige Stufe. Zwischen 3 und 4. Bei uns geht das bis 9. Oder? Warte mal. Ja, bis 10 sogar. Ne, 9, ja, freilich 9. Ich kenne mir bei eigenen Ofen aus. Dann habe ich so jetzt halt, ja, Deckel drauf. Schwimmen alle oben. Lass ziehen. Ja, 20 Minuten oder eine halbe Stunde höchstens, allerhöchstens. Einfach ziehen lassen, einfach drin lassen im Wasser, da passiert nichts. Außer nach einer Stunde wird es ein wenig schwierig. Jetzt gucken wir mal unten in den Ofen rein, wie weit das Fleisch ist, weil ich tue jetzt den Deckel runter, damit die Kruste oben, ja, schön braun werden kann und knusprig. Heißt der Krustenbraten, ja. Weil wegen dem Dampf ist es wie eingeweicht, ne? Also, wie gesagt, wenn man drauf geht, ja, ist es halt richtig schlapprig, ne? Und das wollen wir ja nicht. Und ja, ein bisschen Wasser habe ich schon nachgegeben. Und das wollen wir ja nicht. Aber das braucht auch ein bisschen. Und dann tun wir den Deckel runter. Hier vorne ist es wunderbar. Aber hier hinten ist es irgendwie noch. Ich verstehe es gar nicht. Drehen wir mal das Ganze. Ja, jetzt tun wir halt, wie gesagt, den Deckel runter. Wieder rein. Und dann warten wir noch ein bisschen. Ja, das braucht halt alles seine Zeit. So. 220. Ich hatte es ein wenig höher gemacht, weil es hat ein wenig lang gedauert. Aber sonst geht's. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, lassen wir's. Und ja, machen wir ihn runter. Und dann sieht man sich beim Soßen machen. Beziehungsweise wenn das Fleisch fertig ist. Bis dann. So, wir tun jetzt den Braten raus. Der ist jetzt soweit. Gut, dann Ofen aus. So. Und Fleischstück entnehmen. So, raus. Den schneiden wir dann an. Also das Stück, was wir dann probieren. Ich habe da noch ein bisschen Petersilie mit rein. Ja. Für den Geschmack. So, wir sieben jetzt das durch in den Topf hier. So. Rein mit. Soll da nicht easy gehen. So, nebenbei auslernen, ja, wenn da zu viel Gemüse drin ist im Sieb. Knödel sind in der Zeit schon fertig. Die habe ich jetzt schon ausgemacht und weggestellt. So, die Soße kocht jetzt gleich, wie es ausschaut. Ich nehme jetzt einen Löffel und probiere mal die Soße, wie es jetzt ohne Nachschmecken und Nachwürzen ist. Oh ja, also der Eigengeschmack ist schon mal sehr gut. Aber ich würde noch ein bisschen was reintun. Kochen nicht zu stark. Ja, der Kümmel, den schmeckt mir echt gut aus. Kann man lassen. Ein bisschen Salz noch. Ja, das müsst ihr ja je nach Geschmack machen, je nach Gefühl. Jeder macht es unterschiedlich. So, ein bisschen Pfeffer. Die Stärke der Soße. Gut. So, Schneebesen. Das hilft. So, die Farbe ist auch okay. Gut, das können wir lassen. Nichts mehr nachwürzen. Ja, lass mal so. So, jetzt tun wir abdicken. Nicht mit Mondamin, sondern mit so einem anderen Soßenbinder. Das ist alles schlecht. Schön rühren. Immer Stück für Stück, nicht zu viel. Man müsste halt gucken, ob das dann dick genug ist oder ob das dann zu dick ist oder was auch immer. Ausmachen. So ist es fertig. So, schneiden wir jetzt das Fleisch an. So, auf der Seite. Aber das ist heiß. Oh, das ist butterweich. Ich glaube, das ist butterweich. Drei Scheiben, denke ich mal, langt. So, dann gehen wir kurz näher ran und analysieren das Fleisch. Bis gleich. Willkommen zum Essen, zum Anlichten, zum Probieren, zu allem. Gut, wir probieren jetzt nochmal das Fleisch. Aber ihr seht selber, das zerruft sich von selber. Ja, hier zum Beispiel. Ja, das ist wie Pulled Pork. Guckt. Da brauche ich kein Messer dazu. Ja, die Kruste habe ich jetzt versenkt, sehe ich gerade. Das ist jetzt blöd. Aber geschmacklich muss es sein, hauptsächlich. Das Nachwürzen war gut, war wichtig. Das schmeckt jetzt perfekt so. Optimal, das gefällt mir. Da
Da machen wir meinen Knödel auf, wie das denn ausschaut. Okay, sieht durchaus nicht roh. Ja, anfangs mache ich sowieso immer auf, damit die Hitze schon mal raus ist, weil innen ist halt extrem heiß, ne, beim Knödel. Gut. Dann, wie gesagt, die Soße. Die passt so vom Geschmack her. Lieber nachwürzen als zu viel würzen am Anfang. Das Fleisch ist, wie gesagt, ziemlich weich. Jetzt probieren wir mal die Kruste. Beziehungsweise halt die Schwarte. So, hier. Es knackt zwar immer noch leicht, es war jetzt, halt, ja, um es richtig knusprig zu haben oder machen, ist es zwar ein bisschen zu weich, aber so ein Stück von der Kruste ist immer noch in hat. Also knusprig, passt, geschmacklich perfekt, kann man nichts sagen. Und ja, insgesamt, kann man, wie gesagt, nichts sagen und macht es gerne nach. Like das Video und lasst ein Abo da. Also Abo, das kostet nichts, ne? So unterstützt ihr mich am besten. Dann seid ihr wenigstens auf dem Laufenden, wenn neue Videos kommen. Und ja, bin ich mal gespannt, was wir beim nächsten Mal kochen. Und ich lasse es gut gehen. Ich lasse mir es aufessen. Und genau, wie man sagt, bis zum nächsten Mal. Ich bin gerade irgendwie so aufgedreht, ein bisschen also fröhlich, damit es gelungen ist. Aber auch ein bisschen, ja, blabla. Ihr wisst es selber. Viel reden. Gut. Dann esse ich auf und dann sieht man sich beim nächsten Video und teilt den Kanal und teilt das Video. Da würde ich mich sehr freuen. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Frankie. Bis zum nächsten Mal.